Hallo und herzlich willkommen. Es ist Nikolaustag, der 6. Dezember. Ja, und wie ihr seht, bin ich nicht mehr in meinem mobilen Studio. Ich bin auch nicht, wie ich ursprünglich wollte, bei meiner Mutti im Keller und nehme da ein Video auf. Nein, ich bin mittlerweile in der Künstlerwohnung in Essen gelandet. Und ja, der Raum ist sehr leer, deshalb halt das wahrscheinlich jetzt ein bisschen. Dafür fahren nicht ganz so viele Autos wie die letzten beiden Tage vorbei. Ja, genau. Herzlich willkommen zum 6. Tag der Loot Adventskalender Battle zwischen Get Digital und Loot Chest. Und ich packe wie jeden Tag die beiden Items aus und ihr dürft entscheiden, wer den Tag gewonnen hat. Außerdem gibt es auch für euch was zu gewinnen und ich hatte es gestern oder vorgestern, also für mich ist übrigens jetzt gestern. Wenn ihr das seht, bin ich gestern. Für euch ist heute und ich bin gestern. Also morgen ist für mich heute auch gestern, aber auch für euch ist heute gestern morgen. Aber ist ja egal, das ist hier der Weihnachtsmann, ich hoffe eure Stiefel, also ich hoffe der Weihnachtsmann war vor, bevor er zu mir kam, bei euch. Denn ich habe meine Schuhe auch rausgestellt und das kann keiner überleben. genau, ihr schreibt in die Kommentare, welches Item gewonnen hat. Außerdem haben wir heute, ab heute, ich hatte es, jetzt weiß ich auch, was ich sagen wollte, vor 2 Tagen, glaube ich, mal angesprochen, wir haben einen Adventskalender bekommen, zusätzlich, und zwar vom lieben Tom. Das ist, heißt auf Twitch, der Weltraumausstatter und ja, dort streamt er aus seiner Werkstatt oft, wie er ist Polsterer, wie er Sachen bepolstert, der macht auch ganz viel nerdiges Zeug, Star Trek Kissen und was ich cool finde, so kleine Handy-Display-Reiniger mit nerdigen Sachen drauf. Und die Moni, die gehört auch dazu, von Moni, von Fantasie und Raum. Das auch bei Twitch eingeben, dann findet ihr auch ihren Kanal. Wir sind übrigens auch bei Twitch unter Last Week Tonight. Das habe ich noch gar nicht erwähnt. Gar nicht erwähnt in all den Jahren, in all den bisher 5 Videos. Und da kam ein Adventskalender, ein toller selbstgemachter Adventskalender zu uns, der leider erstmal in der Packstation feststeckte, weil ein, ich sag's, DHL-Mitarbeiter wohl dachte, das passt. Und es hat ja auch gepasst, nur dann hat es zu gut gepasst. Egal, er ist auf jeden Fall jetzt da. Die ersten 4 Türchen hat der Christian gestern, also übergestern, vorgestern, wenn ihr das jetzt heute seht, morgen seht, also am 6. seht, war es vorgestern, hat der Christian die ersten 4 Türchen im Livestream ausgepackt beim Murmel Monday und das Türchen Nummer 5 haben wir vorhin, da haben wir ein kleines Video gemacht, das habt ihr gestern bestimmt auch schon gesehen. Wahrscheinlich. Ich darf jetzt, und damit fange ich an, und damit fangen wir ab jetzt immer an, darf ich sein Türchen aufmachen. Und, ihr hört schon, da ist die Nummer 6. Es ist echt sehr, also einzeln verpackt und auch alles liebevoll geklebt, einzeln. Ich bin sehr gespannt. Also erstmal, hier, ich stelle es nochmal ab, große Liebeskartoffel an Moni und Tom. Also Tom für das ganze Basteln und Machen und Zusammenstellen. Und der Inhalt ist auch oft, da sind oft nerdige Sachen drin. Das weiß ich von den ersten 5 Türchen. Die kommen aus dem Shop von Moni, von Fantasie und Raum. Aus München oder in der Nähe von München. Könnt auch mal vorbeigehen. Oh, und natürlich passend ein Nikolaus von Kinder. Oh, das ist leckere Schokolade. Aber ich habe Christian versprochen, das meiste hebe ich auf und kriege Christian und Josie. Ich muss nicht noch mehr, ihr wisst schon. Cool, danke schön. So, aber das ist ja noch nicht alles. Da ist, war auch schon die letzten Tage drin, ein kleines Mauam Happy Frutties. Das probiere ich tatsächlich mal, außer das ist so sauer. Ja, mal gucken. Und ich sehe schon, ein Button. Und auf dem Button ist drauf. Ach, perfekt. Das ist so ein kleiner, steht drauf, ich zeig's euch. Wo ist der, so muss ich's halten. Ich unterstütze diesen kleinen Shop Fantasie und Raum. Ja, das tun wir auch und deshalb erwähne ich nochmal Fantasie und Raum. So, dadurch werden jetzt die Videos auch etwas länger. Wir sind schon bei 5 Minuten, sehe ich. Also nochmal vielen Dank, Tom und Moni. Morgen geht's weiter mit dem Päckchen Nummer 7. Erst zeige ich euch, jetzt, wir haben ja Nikolaus, wie gesagt, auf dem Papier ist auch ganz viel Nikolaus drauf und das ist tatsächlich
unser mysteriöses Objekt für den 6. Dezember. Und ich verrate euch ausnahmsweise, was drin ist. Und auch das Franchise, sage ich mal. Weil, wenn man damit nichts anfangen kann, wäre blöd, wenn man dann das gewinnt. Ihr könnt trotzdem mitmachen. Übrigens nochmal zum Gewinnspiel. Ihr schreibt, was ich euch gleich sage, in die Kommentare. Und dann werden wir wahrscheinlich Anfang des neuen Jahres in einem großen Livestream werden wir jeden Einzelnen ziehen. Und ich lasse auch Christian mal raten, was da immer so drin ist, ob er meine Tipps verstanden hat. Es gibt schon einige richtige Tipps von euch. Genau, das werden wir im Twitch-Stream irgendwann groß auflösen. Und dann könnt ihr das alles gewinnen. Genau, das ist das mysteriöse Objekt. Ich sag euch schon mal, was drin ist. Es ist eine Mini-Lootbox. Man sagt, ich habe ein kleines Lootbox-Problem. Nicht nur, dass ich zu viel davon kaufe. Nein, ich gebe auch welche her. Die habe ich selbst gepackt. Und das Thema ist rein Marvel. Mhm. Und welche Frage ihr mir da gleich beantworten müsst dazu kommen wir gleich. Gut, kommen wir zum Eigentlichen. Wir fangen an. Die geraden Tage war immer Get Digital, mit dem wir anfangen. Und kleiner Disclaimer, Get Digital und auch Loot Chest, damit fangen wir an. Loot Chest waren die geraden Zahlen. Ja, wir fangen mit Loot Chest an, auch wenn es nicht stimmt. Also wir fangen damit schon an. Also ich, oh Gott, es ist ja auch schon meine 6. Stunde. Ich habe heute schon geprobt. Ha, nee, was wollte ich sagen? Wir fangen mit Loot Chest an. Und der Disclaimer, sowohl Loot Chest als auch Get Digital habe ich selbst bezahlt. Wir haben da keine Kooperation für diesen Adventskalender. So, und ich habe es schon ausgepackt, weil ich den Würfel nicht hier in den 2. Stock hochschleppen wollte. Übrigens, ich habe einen wunderschönen Ausblick über Essen. Ich korrigiere, ich habe einen Ausblick über Essen. Also ich sehe Essen. Ist aber auch schön. Also man macht das Fenster auf und sieht Essen. Das ist wie wenn man einen Kühlschrank aufmacht quasi. Naja. Gut, und ich fahre von unten rein. Also ich habe es schon ausgepackt. Wie gesagt, den Würfel hochschleppen wollte ich jetzt nicht. Und jetzt kommt, oh Gott, 7 Minuten, das wird lang. Und hier, 3, 2, 1. Aus dem Loot Chest Kalender in der Nummer 6 eine Actionfigur von Buzz Lightyear. Zu dem passenden Film Lightyear. Das ist ja ein neuerer, würde ich sagen. Das müsste der 2021 oder so sein. Genau, zu dem Film Lightyear. Habe ich leider nicht gesehen. Ich gebe zu, ich habe auch noch nie Toy Story gesehen. Schreibt mal in die Kommentare, kann der Film was? Und wenn ja, wo kann man ihn streamen? Lustig, finde ich schön. Hat hier so, also hat einen Helm und hier so eine Knarre. Leider keine Schuhe, die man an- und ausziehen kann. Und geil finde ich, das habe ich Twitch schon gesehen, wie der in anderen Sprachen heißt. Also einmal Buzz Lightyear, dann Buzz Leclerc. Ich dachte, Leclerc, das wären diese Dinger aus Frankreich, die man essen kann. Ne? Dann Buzz Astral. Und das ist geil, Buzz Racketack. Welche Sprache, das war ich keine Ahnung. Und drunter die zwei, die kann ich nicht lesen. Weil das andere, das ist wahrscheinlich auch Russisch und irgendwas. Buzz Lightyear. So heißt der. Aber Racketack ist geil. Racketack. Da erinnere ich mich noch an Heller von Sinn. Gut, das ist bei Loot Chest drin. Wert würde ich sagen, irgendwann so um die 10, 12 Euro geschätzt. Okay, und jetzt kommt Get Digital. Und es ist wieder ein Sackerl. Ich habe mich in das Wort verliebt. Es ist ein Sackerl, also ein zweites, wo ich Weihnachtsgeschenke reintun kann. Es ist super. Also allein dafür, das würde ich schon als Item gelten lassen. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Hier seht ihr drauf von natürlich Marvel, ihr die Fist of Doom, nee, mit den 5, 6, ach, ich wusste es letztes Mal schon nicht. Letztes Jahr habe ich euch schon gefragt und ihr habt es geschrieben und dann dachte ich, ja, stimmt, irgendwas mit Steine. Auf jeden Fall Thanos heißt der Mann, glaube ich, der diesen Handschuh hat. Gott, Gott, Gott. Na gut, ich packe aus, es ist weich, es ist ganz weich da drin. 10 Minuten, oh mein Gott, ich muss mich beeilen. Oh, es ist ein... die ist weich. Oh, es ist eine Decke. Eine Star Wars Coral Fleece Blanket. Plaid Coral Fleece. 90 x 120.
Von hier, ach, Entschuldigung, zeige ich euch gar nicht. Von Star Wars, von den neuen Teilen. Ich gucke mal, was für ein Motiv. Was ich euch nicht zeigen kann oder übermitteln kann, wie weich das ist. Es ist halt eine Fließdecke und die ist. Mal gucken. Was ist denn hier drauf? Star Wars. Oh, geil. Sieht man das? Ich zieh's mal so hoch, dann müsste man es irgendwann ganz. Da ist auf jeden Fall riesengroß Darth Vader drauf. Cool. Nicht sehr dick, muss ich sagen. Also, das ist so für. Und ganz viele Haare sind das. Achso, das sind meine. Ich wollte gerade sagen, wessen Haare sind das denn? Ihr geht, aber das sind meine, ja. Wenn man so, wenn einem kalt ist, auf der Couch, vorm Fernseher, so, kann man sich das umlegen. So. Oder auch. Wird auch heutzutage gern genommen. So. Nach Hause telefonieren. Gut, jetzt seid ihr dran. Ihr kriegt gleich noch die Frage für unser mysteriöses Objekt. Aber zuerst schreibt in die Kommentare, was fandet ihr besser? Von Get Digital, wo ist er? Entschuldigung, von Loot Chest, mein Gott. Der Buzz Lightyear oder die Decke, die wird von dem Preis, also ich würde sagen, die sind ungefähr preisgleich. Mit Darth Vader drauf. Ich finde das Motiv cool und die ist weich. Das geht halt immer. So. Gut, und last but not least. Das mysteriöse Objekt. Ich habe gesagt, das ist eine kleine Lootbox. Es sind so eine Handvoll Artikel drin, alle von Marvel. Ihr müsst bitte schätzen, was der Neupreis zusammengenommen ist, was da drin ist. Also ich habe mal gegoogelt und ich habe einen Preis ermittelt, der muss nicht hundertprozentig stimmen, aber den suchen wir. Und ja, wer als nächstes dran ist, gewinnt. Oder wenn mehrere den richtigen Preis nennen, wandern die in den Lostopf. Wenn ihr überbietet, seid ihr komplett raus. Und wenn keiner am nächsten dran ist, was mathematisch gar nicht geht, wenn ihr alle überbietet, dann sind doch wieder alle im Lostopf. Mal gucken. Irgendwie ergibt das Sinn, bis wir das dann auslosen, haben wir schon uns irgendwas überlegt. Gut, jetzt bin ich doch 3 Minuten länger als sonst. Das ist dieser Kalender von Tom, ich sag's euch. Macht's gut, noch einen schönen Nikolaustag. Wir sehen uns morgen am 7. Dezember. Dann bin ich immer noch hier. Also, doch. Mal gucken. Oder auch nicht. Gute Nacht. Warm.